Nur Thomas, so ist der am Hafen. Ich will nicht zu Thomas. Ich will zu dir. Ich höre. Nur wenn du mir versprichst, dass du nicht gleich ausflippst. Jetzt mach's nicht so spannend. Ich habe gerade Kim getroffen. Und? Bist du ganz sicher, dass das Kind nicht von dir ist? Sag mal, wie oft willst du mich das eigentlich noch fragen? Ich habe dir schon eine klare Antwort gegeben. Trotzdem, es ist unheimlich wichtig. Ich habe dir zu dem Thema alles gesagt. Und auch das war schon zu viel. Ihr könnt mir alle mal einen Buckel runterrutschen. Marc, es geht mir dabei doch nur um dich. Das ist nochmal ein ganz neuer Aspekt. Verstehst du denn nicht? Wenn du jetzt abhaust, dann wird Papst erst recht denken, dass du es warst. Und die anderen auch. Glaubst du, das kratzt mich? Ist mir doch egal, was die Leute denken. Schade eigentlich. Ich dachte eigentlich, du wärst ein kleines bisschen intelligenter als der Rest. Okay, bis dann. Mach's gut. Wer war das? Carmen. Ah, übrigens, ich habe vorhin ihren Boss getroffen, als ich mit Jodi am Hafen war. Und er hat sich sehr freundlich nach euch erkundigt. Ja, klar. In der Freundlichkeit einer Schlange. Hat er sonst noch was gesagt? Nee, eigentlich nicht. Aber er war so neugierig auf Jodi. Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört. Er hat wohl zur Zeit andere Sorgen. Kim soll aus der Villa ausgezogen sein. Nee, sie ist wieder eingezogen, sagt Julia. Dann wird er uns bestimmt bald wieder nerven. Ja? Ich habe gerade mit Felipe telefoniert. Und? Der Kleine heißt Jordi. Das weiß ich schon weiter. Jordi Medina. Und seine Mutter heißt Sonja. Die waren zu Besuch bei den Velasquez. Felipe musste sich so lange um den Kleinen kümmern, damit es ihm nicht langweilig ist. Jordi Medina. Felipe sagt, seine Eltern hätten einige Mühe gehabt, um Sonjas Adresse ausfindig zu machen. Hat er sonst noch was erzählt? Dass Jordi eine sehr lebhafte Fantasie hat und ein künstlerisches Talent. Er hat ihnen sogar ein Bild gemalt. Das ist ja hochinteressant. Sonst noch, was über Sonja? Dass sie früher mal im Casino gearbeitet hat. Das habe ich mir fast gedacht. Was denn? Ach, nichts von Bedeutung. Soll ich versuchen, mehr über diese Sonja rauszubekommen? Nicht nötig. Ich weiß alles über Sonja Medina, was ich wissen will. Sie kennen Sonja? Und ob ich sie kenne? Herr Stein, warum interessieren Sie sich denn so für Sie und Ihren Jungen? Betriebsgeheimnis. Du kannst mir nicht erzählen, dass mit Marc alles in Ordnung war. Er schien total sauer. Ihr habt euch doch gestritten, oder? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Man wird ja mal fragen dürfen. Hatte das was mit seinen Abreiseplänen zu tun? Ich hab's gerade erst von Thomas erfahren. Das musst du doch am besten wissen. Ich? Wieso? Ja, schließlich will er wegen dir weg von hier. Und wenn du mich fragst, ich kann ihn sehr gut verstehen. Was redest du denn da für ein Blödsinn? Ist auch kein Wunder, so wie du ihn behandelst. Meine Güte, was habe ich denn getan? Tu doch nicht so. Du weißt ganz genau, was ich meine. Marc will weg, weil du ihm auf den Wecker gehst. Also, dass Marc weggeht, hat überhaupt nichts mit mir zu tun. So gut kenne ich ihn. Du hast keinen Schimmer. Marc gibt es natürlich nicht zu. Dafür ist er viel zu stolz. Hallo. Ich bin fertig. Oder hast du noch was für mich? Das klingt ja fast so, als wolltest du noch bleiben. Och, an jedem anderen Tag gerne. Nur heute nicht. Ich bin todmüde. Wahrscheinlich falle ich sofort ins Bett und bin weg. Hast du letzte Nacht nicht geschlafen? Offenbar zu wenig. Jedenfalls siehst du frisch aus wie immer. Oh, der ist aber hübsch. War der in dem Päckchen? Mhm. Ein Andenken an Santa Maria. Ich war gestern dort. Und was steht heute auf dem Programm? Nichts, wieso? Naja, es sieht ganz so aus, als wollte dich da jemand abholen. Der guckt schon ganz ungeduldig. Hallo.
Michael, was machst du denn hier? Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Bist du sauer? Spinner. Ich setz dich auch vor der Haustür ab. Ehrenwort. Aber ich muss dich einfach sehen. Ich habe eine viel bessere Idee. Wie wär's mit dem Restaurant, das du vorgeschlagen hast? Storch. Was willst du? Du bist gerade so vorbeigerauscht und Stefanie sagt, habe ich dir irgendwas getan? Ich wollte allein sein. Ja, ich bin ja auch gleich wieder weg. Stefanie behauptet, du gehst weg von Mallorca, meinetwegen? Soll das ein Scherz sein? Das habe ich auch gedacht, deswegen frage ich ja. Was war denn schon zwischen uns, hm? Nichts, weniger als nichts. Das habe ich schon längst abgehakt. So schnell kannst du gar nicht gucken. Danke. Das war deutlich. Wie konnte ich bloß so blöd sein? Mama? Hola, hijo. Dann musst du bitte die Torres Sachen nach oben. Sie muss sich ein wenig ausruhen. Was ist passiert? Warum ist sie gekommen? Mama, ist das bien? Pregúntaselo a Eva. Vielleicht erklärst du mir mal, was hier los ist. Sie kommt doch ohne Grund nicht vorbei. Zumindest ruft sie vorher an. Ich habe deine Mutter angerufen. Und warum? Um mit ihr über Sonja zu reden. Warum hast du das getan? Wir wollten ihr nichts davon erzählen. Du hast mir versprochen... Ich bin doch nicht fertig. Setz dich. Victoria kennt Sonja. Schon seit vielen Jahren. Ach, so rücksichtsvolle Sonja bekommt von ihr nämlich Geld. Das kleine Luder nimmt uns alle aus wie eine Weihnachtsgans.